Zu Beginn unseres Ausblicks auf Freitag, den 17. April 2015, habe ich eine wichtige Empfehlung für Sie. Sollten Sie es irgendwie einrichten können, dann kommen Sie doch hierher nach Stuttgart zur Invest, der Leitmesse praktisch für das gesamte Finanz- und Börsenwesen in Deutschland. Die Messe ist zweitägig angelegt, findet am Freitag und am Samstag in dieser Woche statt. Dort können Sie all den Experten, die Sie auch aus den Medien, aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen kennen, begegnen, Vier-Augen-Gespräche führen, bei hochinteressanten Podiumsdiskussionsrunden teilnehmen oder einfach nur die Messestände der zahlreichen Aussteller besuchen. Wo kann man schon mal so geballte Finanzkompetenz an einem Tag oder an zwei Tagen auf ein und derselben Stelle finden und diese für sich nutzen? Also das der gut gemeinte Rat für Sie. Ansonsten beschäftigen uns an den Finanzmärkten derzeit natürlich erneut die Sorgen um eine mögliche Staatspleite Griechenlands. Das hatte auch die Stimmung an den Aktienbörsen am Donnerstag schon deutlich eingetrübt. Und das wird uns auch am Freitag beschäftigen. Jetzt werfen wir aber mal einen Blick auf die sonstigen Konjunkturdaten, die im Kalender stehen. Um 11 Uhr zum Beispiel die endgültigen Verbraucherpreise für den Euroraum. Analysten rechnen immer noch mit einem Preisrückgang hier um 0,1%. Das wäre aber schon mal eine Verbesserung gegenüber den Zahlen von vor einem Monat. Da war der Preisrückgang noch bei 0,3% angesiedelt. Um 14.30 Uhr kommt dann die Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA heraus für den Monat März. Hier rechnet man im Monatsvergleich mit einem Anstieg um 0,2%. Um 14.30 Uhr gibt es dann ebenfalls die Realeinkommen für die größte Volkswirtschaft der Welt, die für Börsianer natürlich auch von besonderer Bedeutung sind. Um 15.55 Uhr kommt dann noch der stark beachtete Konsumklimaindex der Uni Michigan heraus. Hier die vorläufigen Zahlen für den Monat April. Darüber hinaus gibt es wieder einige Unternehmen, die ihre Quartalsbilanzen vorlegen werden. Zu denen gehören dann unter anderem General Electric und Rhön Klinikum.